Nachdem wir in der letzten Folge ein klitzekleines Problem bei einem Auftrag von unserem kleinen Hündchen hatten, ja, da gab es nämlich ein paar kleine Problemchen und ja, jetzt, da dass wir die Gefahr endlich, ja, destroyed haben, also wir haben uns darum schnellstmöglich gekümmert und ja, jetzt können wir uns eigentlich um andere Aufträge wieder kümmern, also den Hund und den Radierer haben wir jetzt fertig, ne, du bist auch fertig, was? Aber kein Auftrag für dich, gibt's. Wo du meine Hälfte des Händchen gebrauchen könntest? Huh? So. Wir je wirklich glücklich werden können. Lass mich diese dunklen Zweifel in deinem Herzen ausradieren. Wo schreib dir mit mir zusammen die Seele aus dem Leib? Kein Kommentar. Ich will einfach wissen, was du von mir willst. Ich habe gehört, der rote Tod ist zurück. Was für eine Erleichterung. Tja, wie dem auch sei. Guck mal, Mario, der gelbe Tod schläft hier einfach, während die anderen schuften. Wollen wir ihn aufwecken? Wäre es nett. Der Paublockwecker. Wenn du mit Paublöcken ordentlich Rabatz machst, wacht die Schlafmütze sicher auf. Und zufällig wüsste ich auch die perfekte Stelle, wo es vor Paublock nur so wimmelt. Also dann, tob dich aus. Besiege alle Stachis. 9 und erreiche das Ziel, lila Tod. Okay. Du weißt doch, dass ich dann dir. Jo, mach das. Bevor wir unsere Hauptaufträge weitermachen, haben wir letzte Folge auch nicht gemacht. Bevor wir uns um die Auftrag des. Bevor wir uns auf den. Um den Auftrag des Hundes gekümmert haben. Oh, 48 Sekunden nur. Ja, haben wir erstmal auch nicht Missionen gemacht. Mann, ich komme an den Rest nicht ran. Was soll das für ein Schmarrn? Jetzt kommt nur noch die. Okay, hab's. Und 10 Münzen mitnehmen, perfekt. Ja, okay. Ganz leichte Powerblock-Level. Ganz leichtes Powerblock-Level. Mit Stachis, okay. Und was jetzt? Wollen wir den jetzt herzaubern oder was? Ach nee, er wird einfach wach. Okay, alles klar. Gibt zwar null Sinn, aber gut. Was pennst du eigentlich? Bei der Arbeit. Ich glaub's ja wohl nicht. Hab ich irgendwas verpasst? Ja. Ach, egal. Jetzt bin ich aber erstmal gut ausgeschlafen. Ich konnte den von der Bauleiterin gewünschten Steinqual einfach nicht finden. Da habe ich mir erstmal hingelegt. Ja, wer kennt es nicht? Aber jetzt, wo du hier bist, ist ja alles geregelt. Du besorgst uns einfach den Steinqual für mich, oder? Am besten suchst du erstmal hier. Ja, natürlich. Das darf ich wieder den ganzen Scheiß machen, oder was? Erstmal stundenlang hier pennen. Am Pennen hier und dann die Arbeit mich machen lassen. Ja, genau. So läuft das hier aber auf dem Bau nicht. Der unterirdische Steinbruch. Die Bauleiterin besteht darauf, dass wir ganz spezielle Steinquader verwenden, die es nur in den Höhlen gibt. Das Problem ist, dass sie nicht gerade einfach da rauszubekommen sind. Willst du einen Steinquader für uns besorgen? Ich dachte, die gibt es nur in den Wüsten. Wir mussten in einer der letzten Folgen mussten wir einen Steinquader aus der Wüste holen. Okay, alles klar. Also anscheinend auch in Höhlen. Das packst du mit links. Jo, eigentlich schon, aber ich dachte eigentlich, dass es die nur, diese speziellen nur in Wüsten gibt. Weil wir das schon einmal machen mussten. Aber anscheinend gibt es auch in Höhlen. Erreicht das Ziel mit einem Steinquader. Jo. Sollte kein Problem sein. Wo finden wir denn einen überhaupt? Mal einen her. Diese Vereisten da oben oder was? Kann ich einen von denen in der Hand nehmen? Da, wo ist denn hier einer? Ich kann hier keinen hochnehmen. Gib mir doch einen! Hier wahrscheinlich. Ne, hier ist ein Yoshi. Kannst du mir vielleicht helfen? Achso, ja, warte. Nee. Ich muss diese speziellen da essen. Bam.
kriegt er jetzt einen her? Warte, muss ich zurückgehen? Muss doch. Aua, Yoshi, ich brauche dich doch. Komm her. So. Auf da. Und jetzt hier einfach so einen eisigen nehmen. Warte. Wo gab's denn die Dinger? Da hier. Genau. Durchrennen. Warte mal. Warte mal, wie jetzt Trampolin nutzen. Ah, komm her. Komm her jetzt. Genau, hier rauf. So. Achso, warte. Ah, okay. Genauso wie, als wenn wir ihn holen. Okay. Ja, ja, ich hab's ja schon. Hab es schon. 10 Münzen. Easy. Die, die sich nicht so mit den Blöcken auskennen, die müssten hier ein bisschen überlegen. Aber. Ja, kein Problem. Danke für den Steinquader. Ich werde ein echtes Kunstwerk daraus machen. Wart's nur ab. Was hoffe ich mal für dich. Okay, das ist cool. Das sieht echt nice aus. Danke für den Steinquader. Ich habe daraus eine Goomba-Skulptur gemeißelt. Einfach, weil ich es kann. Süß, oder nicht? Ich hätte da auch noch einen Auftrag für dich. Hier willst du mal sehen. Steintransport mit Katzen-Mario. Das heißt, Super 3D World wieder. Nice. Die von der Bauleiterin favorisierten Steinquader sind so rar geworden, dass wir sie schon aus der Wüste anschleppen müssen. Eben. Wollte schon sagen. Leider sind da die Wände so steil. Könntest du das nicht erledigen? Ein Steinquader würde fürs Erste schon reichen. Wahrscheinlich baut er uns wieder so ein Pixel-Amiibo, sage ich jetzt mal. Das erinnert nämlich an den Bonus von Mario Maker 1. Da gab es nämlich halt das Pixel-Mario-Amiibo dazu. Das war echt geil. Also viel besser als der Bonus, den man hier bei Mario Maker 2 kriegt. In der Limited Edition. Da kriegt man nämlich nur so einen Stift. Ne, ich glaube, da gab es nur so einen Stift dazu. Und so ein 12 Monate Abo. Oder drei, oder wie viele waren es? Ich glaube 12 Monate Abo für hier Nintendo Switch Online. Das ist absolut lächerlich. Also der Stift ist schon echt nice. Aber Junge. Wie gesagt, damals hast du Mario Maker 1, hast du ein geiles Amiibo dazu bekommen und ein Artworkbook. Das ist auch noch wohl bemerkt. Junge. Hätten wir doch ein schönes Mario Maker 2 hier Amiibo machen können, irgendwas. Ich weiß ja auch nicht, ein Katzen-Mario Amiibo oder so. Aber doch nicht einfach so einen dummen Stift und so ein Abo für Nintendo Switch Online, was ja eh schon vollkommen überteuert ist. Klar, es ist halt schon geil, weil man es halt für den vollen Potenzial des Spiels braucht, aber Junge. Das ist kein Vergleich mit dem, was du damals, wie gesagt, bekommen hast. Gut, Mario Maker 1 für ein 3, das hast du gar nichts dazu bekommen, aber. Warte mal. Achso, warte, ich muss den Durchschritt machen, genau. Ja, cool gemacht. Oh. Entschuldigung. Dann mache ich das, beseitige ich das mal kurz schnell. Ich habe aber nur noch 110 Sekunden. Also Zeitdruck hat man hier auch. Ach du heilige Scheiße. Was ist das denn für ein Schmarrn? Was soll ich denn. Jump. Hier hoch. Scheiße. Vollkommen verkackt. Perfekt. Yay. Haben wir es doch noch geschafft. Komm, dann haben wir noch die Zeit gehabt. Nehmen wir die Bonusmünzen auch noch mit. So, was baust du uns daraus wieder? Wieder so ein Amiibo, sage ich jetzt mal. Ja. Ein Cheep Cheep Amiibo. Nice.
cool. Und ganz oben? Das interessiert mich jetzt. Das mache ich jetzt. Danke für den Steinquader. Ich habe aus eine Cheep-Cheep-Skulptur gemeißelt. Ich weiß auch nicht, warum. Süß oder nicht? Boah. Ich hätte da auch noch einen Auftrag für dich. Ja, wahrscheinlich wieder eine Steinquader im Fluss. Ja. Im Wald haben wir noch einen von den Steinquadern entdeckt, die die Bauarbeiterin so mag. Jetzt bräuchten wir nur noch einen Meisterschwimmer, um den da rauszubekommen. Der Wald ist nämlich zu dieser Jahreszeit komplett überflutet. Okay. Füllen wir das auch noch schnell. Dieses Mal in New Super Mario Bros. U-Stil. Okay. Okay, das kann was werden. Ui. Pilz. Kann sich nur um Stunden handeln. In dem Tempo. Oh nein! So. Helf mir rüber. Hallo. Ist so unnötig. Ah nein! Wasser, komm! Wasser, marsch! So. Oh, da ist nur eine Münze drin. Ja, genau! Oh. Schnell! Oh, scheiße! Ach nee, hier ist noch. Okay. So. Hoch. Leg ich mal ab kurz hier. Wir erst mal sehen, was hier drin ist. Ach, weiter hoch kommen sie nicht. Okay. So. Nee. Oh. Oh nein, Kugel Willis. Sind Münzen. Down und. Okay, da nicht. Lol. Nein! Oh nö, ey. Es kann sich nur ewig, kann nur ewig dauern. Na, brauche ich auch nicht. Brauche ich nicht. Komm hoch jetzt. Irgendwie sieht der Stein hier auch so ein bisschen komisch aus. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie sieht er nur so halb aus, ob da nur der halbe Block ist. Weißt, versteht er, was ich meine? Ich weiß auch nicht warum. Kann ich da schon rein? Kann ich da schon rein? Hallo? Nee, kann ich nicht. Wasser, komm ran! Hä? Oh, höher kommst du nicht? Lass mich hoch! Warte mal, leg ihn mal ab hier. Wollte schon sagen, da müssen doch unsichtbare Blöcke sein, die da was verhindern. So, genau. Jetzt hier durch. Okay. Genau, jetzt fehlen nur noch das hier und zack. Es waren nur 5 Münzen, aber mehr habe ich nicht jetzt bekommen. So. Hätten wir das auch und dann mal schauen, was er uns noch so draus meißeln kann. Pixel Mario? Vielleicht? Würde dann zum Amiibo passen. Nee, ein Koopa. Ja, nehme ich auch. Cool. Warum mehr hast du nicht? Danke für Steinquader. Ich habe daraus eine Koopa-Skulptur gemeißelt. Man gönnt sich ja sonst nichts. Süß, oder nicht? Diese Statuen sollten als Beitrag für die Bauarbeiten ausreichen, oder? Kann ich mich dann wieder schlafen legen? Okay. Von mir aus. Was war hier? Warte mal, hier haben wir, glaube ich, für den... gearbeitet, ne? Hier unten. Die müssen wir unten fertig sein. Ach nein, hier ist ja noch einer. Stimmt, den habe ich ja komplett vergessen. Hier ist ja noch ein Steinblock. Den habe ich komplett vergessen. Das tut mir leid, Freund. Mein Freund. Letzten Auftrag habe ich noch für dich. Oh, der letzte sogar. Wahrscheinlich habe ich schon was bei ihm gemacht. Als Belohnung winkt was ganz Besonderes zum Anziehen. Oh, da bin ich neugierig, auf jeden Fall. 3-Sterne-Mission. Unser neues Haus... Häusel wurde von Steinblöcken übernommen. Sie tanzen da drin wahrscheinlich auf den Tischen und tun, was ihnen gefällt. Könntest du ganz vorsichtig nachsehen, in welchem Zustand unser armes Häusel sich mittlerweile befindet? Mauritus, okay. Na dann schauen wir mal, was da abgeht. Im Reich der Steinblöcke.
Super Mario 3D World, das gefällt mir sehr gut. Da haben wir auch letztes Mal vor ein paar Parts, in einem Online-Part, so einen richtig geilen Zelda Ocarina of Time Dungeon gehabt, den Feuer Dungeon, der auch in 3D World-Stil war. Und heilige Scheiße, war der geil. Und was man daraus alles machen kann, ist unglaublich. Aber irgendwie ein Ziel haben wir nicht hier, oder? Ne? Ja. Super. Da kommt so ein Spacko genau von oben. Perfekt. Geil. Das ist ja so ein Scheiß. Warum macht ihr das mit mir? Was soll denn das? Das kann doch nicht wahr sein. Diese Musik ist nice. Und dieses Spiel auch. So, okay. Jetzt gibt's ja wieder musikalischen Beitrag geleistet. Komm mal runter da jetzt. Jetzt fahr ich nicht nochmal auf dich rein. Als ob ich da runtergerutscht bin. Ich bin doch vorher stehen geblieben. Und ich dachte, Luigi rutscht so dämlich rum. Also wenn Mario das passiert, dann ist das schon echt traurig. Da sieht man mal, nicht nur Luigi rutscht so scheiße rum. Beziehungsweise rutscht er in diesem Spiel überhaupt rum? Ich habe Luigi noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob er so rumrutscht. Das kann man ja online machen, glaube ich. Kann man irgendwie die Charaktere wechseln. Oder auch in diesen Gegeneinander. Ich habe ja mal schon geguckt wegen diesem Modus da, den man dann noch im Online-Modus spielen kann. Miteinander und gegeneinander und so. Ich bin schon wieder auf den Scheiß reingefallen. Ey, was ist denn hier los? Auf jeden Fall muss ich mir noch überlegen, wann ich das mal mache. Hab nicht gehört, dass es soll nämlich ziemlich scheiße sein. Das rechnen muss, wenn man sich das mal offen vorstellt, ist es auch scheiße, weil... Ja, mit 4 Spielern online spielen, mit den Kack-Servern, das kann nicht gut enden. Um genau sagen, um ehrlich zu sein, habe ich auch schon in den ein oder anderen Stream von einem gewissen YouTuber reingeschaut. Und ja, ich habe schon einiges gesehen, was da online passieren kann. Nicht auf die Reihe. Ich komme nicht drauf klar, wieso falle ich denn 5-mal drauf rein oder wie oft das auch immer war. Das kann doch nicht immer. Das ist, nee, ich kann mich nicht erklären. Ich rede sag mal gar nichts. Ich halte mal die Fresse. Vielleicht kriege ich falls mir da leichter darauf nicht reinzufallen. Aber echt, ich schwitze wie Sau, Alter. Es nervt andauernd. Ich kenn's bestimmt auch, wenn ihr die ganze Zeit schwitzt und dann das Ganze dann der Schweiße vom Kopf dann runterläuft und. Ah, ekelhaftes Gefühl. Richtig ekelhaftes Gefühl. Lenkt voll ab. So. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay. Scheiße. Okay. Ach du Heiliger. Nein! Wie viel Zeit ist noch? Oh, noch der halbe Part. Oh. Ich würde jetzt am liebsten beenden, aber ich darf nicht. Halbe Stunde ist noch nicht voll. Vorher höre ich nicht auf. Wir müssen das jetzt noch durchziehen. Und es ist auch die letzte Mission von diesem Steinblock, also... Danach können wir uns wieder den Hauptmissionen widmen. Wenn wir überhaupt noch eine von denen in dieser Folge schaffen. Sieht aber gerade nicht danach aus. Oh, wir erinnern uns, es ist schließlich eine 3-Sterne-Mission. Die ist nicht so einfach.
Alter Schwede. Und jetzt noch. Okay, wir haben's. Boah, Alter. Übel. Alter Schwede. Übel. Was gibt's dafür? Ein Mauritushemd, okay. Also vom Radiergummi haben wir ein Radiergummi-Hemd bekommen und von ihm ein Mauritushemd, okay. Und vom Hund haben wir einen Raketenhemd bekommen. Wow. Na egal. Okay, wir schaffen aber noch normale Missionen. Also würde ich sagen. Warte, also schon, die sind wir fertig, stimmt. Da können wir am nächsten bauen. Und zwar. Was? Westliche Tore? Westflügeltore? Westflügelkanone? Okay. Bauen wir mal die Westflügelkanone. Das will ich mal sehen. Was ist das denn? Seit wann hat Pete's Castle Kanonen? Geht ihr jetzt auf Bowser Castle machen oder was? Alter. Wäre nicht das erste Mal. Mario Bros. U hat sich Bowser schon in Pete's Castle verschanzt. Das war dann das finale Castle. Auch weil es jetzt ein fetter Spoiler war, aber ja, egal. Inzwischen werden ja alle News Mario Bros. U kennen, das Finale und so. Gibt's ja jetzt seit Anfang des Jahres auf der Switch. So, neue Aufträge. Und zwar Schalten und Walten. Es ist wieder Zeit für ein bisschen Gehirntraining. Wird unser Kandidat die Ein- und Ausschalter im richtigen Moment auslösen, um alle rosa Münzen zu erhaschen? Das erfahren Sie in der nächsten Folge. Nein, natürlich nicht. Es erwartet Ihnen ein großzügiges Preisgeld. Bleiben Sie dran und jetzt heißt es Schalten und Walten. Ansagerstimme. Nice. Okay, dann zeig mal, was du so auf dem Kasten hast. Im Mario Bros. 1 Stil. Okay. Dann mal schauen, was du so gebaut hast. Okay. Jeweils eine Aufgabe. Das ist interessant. Ich verstehe. Das ist cool. Ja, das sagt mir zu. Das ist echt geil. Hier halt 5 Herausforderungen. Perfekt. Das ist wirklich cool. Dann mal schauen, ob wir die 5 Challenges easy schaffen werden. Nein! Oh. Nein, das habe ich in ollen Helm aufgesetzt. Okay, na dann. Das ist kein. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Ah! Verdammt. Komm raus. Nein, das habe ich zu früh. Okay, jetzt geht's schon ab. Yeah. Cool. Jetzt haben wir es dann doch geschafft. Ja, war schon etwas härter. Aber das ist egal, dass ich jetzt einen ollen Helm dabei habe. Der schützt mich ja vor dem Treffer, falls irgendwas passieren sollte. Nein! Durch! Okay. Bislang hat unser Kandidat einigermaßen alles hingekriegt. Beziehungsweise ich. What the fuck? Okay, erstmal da rein. Warten, bis der oben ist. Ach du heilige Scheiße. Aber gut gelöst.
So. Ah, und dass wir das in den Helm noch haben, kriegen wir hier 10 Bonusmünzen. Ja, das hat sich doch gelohnt, würde ich mal sagen. Das hat sich... Alter. Alter, mein Mikro ist voll geschwitzt. Mein ganzes Mikrofon ist nass. Fuck. Ich glaube, ich brauche mal kurz... Muss mal kurz mein Headset trocken wischen. Deshalb tropft es hier die ganze Zeit runter. Das ist ja nicht mal normal. Boah, Alter. Ohne Scheiß. Was ist das für ein Schmarrn? Ey, mein ganzer Hals ist voll geschwitzt. Oh, mein Kopf wäre es recht. Das ist ja nicht normal, Freunde. Das glaubt mir kein Schwein, ey. Oh. Unangenehmes Gefühl. Mein Rücken hoch oder was? Nee, der passt noch. Der ist noch am Leben. Zum Glück. Warte, wie lange braucht der? Warte mal, wie lange braucht der? Ich hab's nicht geguckt, schade. Ah, da, okay. Kann ich jetzt mehr bauen lassen? Ich kann jetzt mehr bauen lassen! Wieso sagt mir das keiner? Hä? Moment. Warte mal. Es hat der andere mit dem... ups, ich wollte... Oder? Baut der jetzt an beiden? Ich glaube, der baut jetzt an beidem. Vestrüge-Tore und Vestrüge-Kanone. Weil ich kann es zumindest nicht mehr auswählen. Aber ich habe jetzt auch keinen Money, um jetzt bei den anderen was machen zu lassen. Ey, wieso sagt mir das keiner, dass ich mehrere an mehreren Stellen bauen kann? Wenn man genug Geld hat. Ey, das fällt mir jetzt erst auf. Was ist das für ein Scheiß? Wow. Das fällt mir auch ein bisschen spät ein. Na egal. Einen Auftrag machen wir noch. Flucht vor dem Faulpilz. Okay. Ich koche gern mit Superpilzen, aber letztes habe ich einen nach dem Einkaufen im Auto vergessen. Jetzt ist er zum Faulpilz geworden. Hat es auf mich abgesehen. Kannst du so weit von mir weglaufen wie möglich? Der Chefkoch. Na gut, dann kümmern wir uns mal darum. Tja. Er hat letztens im Superpilz im Auto vergessen. Daraus ist ein Faulpilz geworden. Wow. Geil. Uah. Kann ja auch hüpfen, der olle Bastard. Kann auch hier hoch. Boah, was für dreistes Schwein. Guckt euch den mal an. Alter. Das ist ja mal ein Giftpilz. Also es gab die Giftpilze mal in Super Mario Bros. The Lost Levels, ne? Da gab es auch Giftpilze. Aber doch nicht so, die waren noch nicht so beschissen wie der hier. Der konnte ja auch nicht hüpfen. Alter. Ist ja richtig beschissen. Kommt doch auch so Dings raus, ne? Alter. Was haben die denn hier mit den Superpilz gemacht? Ey, ist ja mega beschissen. Münzen. Wie sie so richtig schön die Musikblöcke so hingepackt haben, damit er auch schön hier hochkommt. Kleiner Pisser. Oh, ist da. Hier kommt er aber nicht hoch, ne? Nee, nee, wäre auch zu asozial, wenn er auch Ranken hochklettern könnte. Das wäre dann doch zu weit. Das wäre dann doch zu schlimm. Nein, jetzt kommt er hoch. Ah! Böll? Ja, so klar. Ah! Dieser scheiß Musikblock, ey! Dieser beschissene Musikblock! Leck mich! Musste das sein? Musste das echt sein? Jetzt zu gegen Ende des Parts. Fade ich rum oder was? Ja, okay, gut. Egal. Ja, ich habe schon öfter in den Part gefällt bei dem ollen Steinblöcken-Level. Na egal.
Warum ausgerechnet am Ende eines Parts noch? Kannst du mich nicht gegen Ende des Parts mal in Ruhe lassen mit so einer Scheiße? Wie ist die schöne Musik? Münze hinholen, ohne von dem Vieh getroffen zu werden. Oder wie ein Pilz, was auch immer. Na super. Für dich gibt's keine Plattform, du kleiner Pisser. Nein. Nein. Alter, Ende. Bitte Level. Auf jetzt. Okay. Okay, immerhin. Zwar nicht den scheiß Balken getroffen, aber okay. Also Bonusmünzen gibt es diesmal nicht auf meinen Nacken. Aber wir haben eh schon mehr als genug. 86, wenn ich richtig gesehen habe. Ja. 286 auf meinen Nacken. Das werden wir brauchen. Ja, tatsächlich, er baut an beides. Das checke ich jetzt, ey. Was bin ich für ein Vollidiot? Na egal, okay. Mit diesem neuen Wissen würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und ja, beim nächsten Mal geht es wieder aber mit den Online-Leveln weiter. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert, wenn ihr es verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal bei Super Mario Maker. Wenn es wieder online ist, demnächst. Und ciao.